Also es ist hier total abgefahren. Jetzt kann man hier mitverfolgen, was da unten gerade passiert. Geisternetze sind riesige, eklige Plastikmonster, die im Meer rumtreiben und total arschgefährlich sind für Tiere und Pflanzen. Und wir sind heute live dabei, wie so ein Geisternetz aus dem Meer rausgehievt wird. So, liebe Gabi, schön, ja, dass wir uns jetzt hier sehen. Ich freue mich sehr, nachdem wir 100 Stunden gebraucht haben, hier anzukommen. Also was passiert jetzt? Wir holen jetzt Geisternetze aus dem Meer. Wie groß wird das Geisternetz sein, was wir jetzt hier rausholen? Das kann man so genau nicht sagen. Also wir haben schon mehrere Netze geborgen und oft ist es so, dass man nur die Spitze des Eisberges sieht sozusagen. Es kann aber auch klein sein, nur... Es kann auch groß sein. Kann es das größte sein, was je gefunden wurde? Kann das größte der Ostsee sein, ja. Okay, ich bin gespannt. Super, okay. Deutsche Einheit, Einheit. Ja. Okay, wir sind hier auf der Einheit und Kalle ist der Captain. Die Jungs hinter mir da, das sind die Fachmänner. Und das wird mit einer Sonde wird das gesucht, das Netz. Und dann taucht man runter und dann wird das hochgezogen. Und ich bin voll gespannt. Und mir ist auch ein bisschen schlecht. Kalle, was macht man denn, wenn einem seeschlecht wird, seekrank, Dingsbumster? Dann wird er an den Mast gebunden und dann geht das weiter. Ja. Ganz kurz, sag mal einmal ganz kurz, was ist so schlimm an Geisternetzen? Die Geisternetze müssen raus, weil die da nicht hingehören. Erstmals, das sind kaputte Netze, abgefahrene Netze, die bleiben da hängen und die Maschen sind offen und immer mehr Tiere schwimmen rein, ohne dass jemand jemals kommt und die rauszieht. Okay. Das bedeutet, diese Netze töten immer weiter und weil wir wissen, dass Kunststoffe und Plastik, aus was Netze bestehen, eben über hunderte Jahre halten können, bedeutet das, dass immer weiter über Jahre hinweg Tiere gefangen werden. Sag mal, wie viele Netze sind wir jetzt hier in der Ostsee von diesen Plastiknetzen? Das ist noch schwer zu sagen. Also es gibt nur Hochrechnungen. Es gibt von der schwedischen Fischerei eine Hochrechnung, wo man sagt, 5.000 bis 10.000 Netz bis Netzteile gehen jährlich verloren in der kompletten Ostsee. Es gibt die weitere Rechnung, dass man sagt, etwa 25.000 Netze gehen europaweit jährlich verloren. Und das kommt on top auf das drauf, was sowieso schon verloren gegangen ist seit den 60er Jahren, seit Plastiknetze genutzt werden. Das heißt, die Ostsee ist eigentlich voll mit Plastiknetzen. Okay, dann freue ich mich, dass wir jetzt eins wenigstens gemeinsam rausholen. Also ich mache ja nichts, ich stehe ja nur da und gucke zu. Ja. Jetzt im Netz, schlägt es an dem Netz an und damit ziehen wir das Netz dann hoch. Jo, tauch auf Grund. Und das ist jetzt das Geisternetz? Genau, da hat das Netz gefunden. Und jetzt die Bandschlinge, die blaue Schlinge, die befestigt an dem Netz und die hängt an einem großen Draht draußen an der Winde. Mit der Winde ziehen wir den Draht hoch und dann hoffentlich auch das Netz. Und alles tun. Hier wunderbar. Oh ja, stimmt. Ja. So, also hier sind jetzt Geisternetze, die gerade geborgen wurden.
Und wie viel wiegt das Geisternetz ungefähr, was geborgen wurde? 950. Okay, eine ganze Menge. Ja. 350 Kilo wurden hier gerade geborgen am Geisternetz. Und das ist schon mal super, dann gibt es 250 Kilo weniger Geisternetze in der Ostsee. Ziemlich tolles Gefühl, weil es ja, viel Vorbereitung, viel Arbeit ist, bis man an den Punkt kommt. Ja. Und jetzt liegt es da und für mich ist es ja ein super Gefühl. Und sag mal, und wie viele Fische sterben ungefähr jährlich an diesem Plastiknetz? Kann man das sagen? Es kamen Kollegen aus Dänemark, die uns Bilder geschickt haben, wo sich Seehunde genau in sowas verfangen haben, an einem Wracks, und da eben gestorben sind. Und ja, auch wenn wir jetzt hier wahrscheinlich keinen Fisch haben, weil das meiste unter dem Sand lag, ist es doch wichtig, das rauszuholen, weil das eine Mal ist es eine Falle für Tiere, mhm, und das andere ist einfach, es ist Plastik im Meer, es zerreibt sich, es wird zu Mikroplastik, es ist einfach überall in der Wassersäule. Und das ist ja eigentlich fast das Schlimmste, oder? Da liegen jetzt tonnenweise Plastik in der Ostsee. Ja. Und das ist doch scheiße. Das ist... Darf man Scheiße sagen? Ja, es ist Scheiße. Ich sag Scheiße. Ja, was soll es denn sonst sein? Schön ist es nicht, oder? Nee, schön ist es auf keinen Fall. Und es ist Plastik im Meer und das ist ja nicht so groß, bleibt nicht so groß, wird immer kleiner. Und je kleiner es wird, desto weniger kriegst du es drauf. Ja. So, das Geisternetz ist geborgen und ja, mir ist ein bisschen kalt. Es war super windig, kalt und wackelig. Ich finde es richtig, richtig cool, dass die WWF-Experten mit so viel Leidenschaft und so viel Einsatz alles dafür geben, dass diese Plastiknetze nicht mehr in der Ostsee rumschwirren, sondern an Land geborgen werden. Und das war ein richtig cooler Tag und alle super nett und super lustig. Und ja, coole Aktion. Toll. Das war's von mir, Planet Plastik. Ich freue mich schon auf das nächste tolle Erlebnis. Tschüss!